das Wort heute in der heutigen Debatte. Ich glaube, das war ich gestern auch schon, wenn ich das richtig erinnere. Ja, vielleicht kommt das immer zu einem guten Abschluss. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten, wie bemerkt, in erster Lesung das Gesetz zur Reform der Investmentsteuer. Das ist doch was für die Feinschmecker des deutschen Steuerrechts. Das ist Steuerrecht im Hochreck, wie manche auch gesagt haben. Von daher freue ich mich auf diese Beratung. Das Investmentsteuergesetz, so wie wir es jetzt vorfinden, gibt es seit 2003. Wir haben es über das AFM-Steueranpassungsgesetz im Jahre 2013 und über das Finanzmarktanpassungsgesetz im Jahre 2014 einige Regelungen bereits angepasst und Reformen vorgenommen. Nun gibt es diese umfassende Reform. Zweck dieses Investmentsteuerrechts, das Lex Specialis ist, also allen anderen steuerlichen Regelungen vorgeht, ist die Gleichstellung der Direktanlage mit der kollektiven Anlage über den Investmentfonds. Man will also die Möglichkeit geben, dass man über einen Investmentfonds sich irgendwo beteiligt, an Dingen, die man sich sonst nicht beteiligen könnte, aber steuerlich eben nicht schlechter gestellt wird als derjenige, der sich unmittelbar irgendwo beteiligen kann. Und man fragt sich, hat dieses Gesetz eigentlich Bedeutung? Und wenn man da mal ein bisschen näher hinguckt, doch schon erheblich. Viele wissen es gar nicht, weil sie ihre Anlage von der Bank bekommen und die dann einfach in die Anlage-Cup eintragen. Aber es gibt immerhin 50 Millionen Anleger in Deutschland in Investmentfonds, 15 Millionen Bürgerinnen und Bürger, das andere sind institutionelle Anleger. Es sind 2,2 Millionen Euro, die dort investiert sind, ca. 40% in den sogenannten Publikumsfonds, die sich der breiten Öffentlichkeit stellen, der Rest in den sogenannten Spezialfonds. Man sieht, die Investmentfonds und damit auch die Besteuerung haben eine große Bedeutung. Von daher ist auch diese Reform bedeutend, bedeutender als manche glauben. Und wir diskutieren das Thema ja schon recht lange. Es ist ein recht langes Beratungsverfahren, was diesem Gesetzentwurf vorangegangen ist. Von der Finanzministerkonferenz der Länder im Jahre 2011 über eine Arbeitsgruppe der Vertreter des Bundes und der Länder, die dann überging in ein Gutachten, das das Bundesfinanzministerium in Auftrag gegeben hat, um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieser Reformvorschläge mal zu untersuchen. Und die Gutachter sind damals zu dem Ergebnis gekommen, dass durch die Reformvorschläge eben keine negativen Auswirkungen auf den Kapitalmarkt, den Finanzstandort oder die Altersvorsorge in Deutschland zu erwarten ist. Von daher ist es gut, dass wir jetzt einen Gesetzentwurf vorliegen haben. Und der hat sich auch fortentwickelt seit dem Diskussionsentwurf. Und ich finde, er ist auch immer besser geworden. Von daher kann er noch besser werden vielleicht in den gesetzlichen Beratungen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Was soll erreicht werden? Es ist mehrfach angesprochen worden. Es geht darum, EU-rechtliche Risiken zu beheben, die erheblich sind, dadurch, dass wir ausländische und inländische Fonds unterschiedlich behandeln. Dort könnten Milliardenforderungen gegenüber dem Fiskus entstehen. Von daher ist es richtig, dass wir hier handeln. Es geht aber auch um aggressive Steuergestaltung, ein Thema, was uns ja hier ständig betrifft, die wir vermeiden wollen. Wir wollen die Gestaltung verringern. Und es geht natürlich auch um Verwaltungsvereinfachung, Erhebungsvereinfachung. Es ist ja bereits angesprochen worden, dass über 30 Besteuerungsmerkmale erfasst werden müssen, um eine gerechte Besteuerung durchzuführen. Das wird jetzt einfacher. Und ich glaube, es ist auch richtig, es ist mehrfach angesprochen worden, dass wir jetzt eine Regelung zu den sogenannten Cum-Cum-Geschäften haben. Also wir hatten heute die öffentliche Anhörung im Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex und es ist schon dort deutlich geworden, dass Cum-Cum das nächste Problem sein könnte, wenn wir nicht reagieren. Von daher ist es richtig, dass wir hier reagieren. Und nur ein Hinweis, Herr Kollege Binding, das Thema der Veräußerungsgewinne. Sie haben es ja sehr schön geschildert, das Beispiel, was heißt Cum-Cum, liegt nicht an dem Streubesitz, sondern dass die Veräußerungsgewinne nach DBA grundsätzlich eigentlich im Ausland zu besteuern sind. Also bei Ihrem Beispiel sind es die Franzosen, also es hat mit dem Streubesitz. Ich finde das legitim, dass Sie versuchen, auf allen Wegen dieses Thema anzugehen. Aber an dem Punkt waren Sie steuerlich fehlgeleitet. Okay, also von daher finde ich gut, dass wir jetzt ein System haben für Publikumsfonds, wo es eine Erstbelastung auf der Fondsebene von 15% gibt. Das muss Berücksichtigung finden auf der Anlegerebene. Das werden wir durch Freistellung regeln. Und das sind 30% bei Aktienfonds und 60% bei Immobilienfonds. Und die Werte sind tatsächlich, Herr Binding, größer geworden. Aber die Freistellung muss ja auch funktionieren. Also wenn wir sagen, wir wollen die Vorbelastung auf der Anlegerebene wieder erreichen, dass sie auch freigestellt werden, dann brauchen wir diese Prozentsätze. Das kann man rechnerisch nachweisen. Und von daher glaube ich, dass es ein guter Gesetzentwurf ist. Bei Cum-Cum glaube ich, dass wir eine gute Lösung gefunden haben. Über die werden wir noch weiter diskutieren. Es gibt das australische Vorbild, das Vorbild aus der USA mit den 45 Tagen, wo das zivilrechtliche und wirtschaftliche Eigentum bei dem
Anteilseigner liegen muss, damit er die Kapitalanrechnung bekommt. Und ich bin auch sehr froh, das sage ich ausdrücklich, dass das Thema Veräußerungsgewinne, das ich schon angesprochen habe, bei Streubesitz sozusagen vom Tisch ist, weil ich glaube, nachdem wir das Anrechnungsverfahren in der Körperschaftsteuer abgeschafft haben, macht der 8b Sinn, weil wir die Freistellung brauchen, weil wir sonst Kaskadeneffekte haben, mehrfache Belastung haben. Und von daher ist es eigentlich systematisch schon ein Fehler gewesen, dass wir die Dividenden bei Streubesitz besteuern. Das ist ja eine umfassende Diskussion gewesen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber systematisch ist es eigentlich falsch. Und da stellt sich die Frage, wenn man systematisch schon einmal einen Fehler gemacht hat, ob man noch einen systematischen Fehler draufsetzt. Von daher bin ich sehr froh, dass sich die Regierung entschieden hat, dieses Thema, was in Diskussionsentwürfen und Referentenentwürfen noch enthalten war, wieder rauszunehmen. Von daher glaube ich, ist das auch hier eine kluge Lösung. Ich freue mich auf die bestimmt intensiven Beratungen eines komplexen steuerrechtlichen Themas. Und es wird für alle Fachleute eine Herausforderung sein. Und wir werden mit Begeisterung diese Diskussion führen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.